Es ist 3 Uhr. Zeit aufzustehen. Na los, steht auf. Sky, Dizzy, Catboy, steht auf. Ja, ich bin wach. Ich bin auch wach. Mach Platz für mich. Ha, ich bin voller Energie. Polly, steh auf. Ich habe so gut geschlafen. Lasst uns zählen, ob auch alle da sind. 1, 2, 3, 4. Da fehlt doch jemand. Das Bett ist leer. Da fehlt doch jemand. Hört ihr das? Kommt das aus dem Baumhaus? Da ist McQueen. Ja, ich habe hier geschlafen. Komm runter, McQueen. Es ist Zeit, uns zu waschen. Na gut. Hier komme ich. Wer will sich als erstes waschen? Ich will. Frisches Wasser. Warte auf mich, Sky. Ist auch noch Platz für mich da? Aber wo kommen wir denn jetzt noch hin? Da ist kein Platz mehr. Ich habe hier eine Gießkanne. Damit kann ich euch waschen. Zuerst du, McQueen. Oh, das tut gut. Oh, erfrischend. Jetzt trockne ich euch noch ab. So, du auch, Polly. Und ihr drei, kommt raus. Okay. Oh, das hat so Spaß gemacht. Sky, ich brauch kurz deine Hilfe. Oh ja, Mama, ich komm. Valeria, ich bin gleich wieder zurück. Wo wollen die denn jetzt hin? Heute hat Sky Geburtstag. Wir müssen alles vorbereiten. Oh, Schreck, ich hol den Tisch. Ganz schön schwer. Schnell, wir brauchen Stühle. Wir müssen uns beeilen. Habt ihr für Sky ein Geschenk? Ja, na klar. Ich bring's her. Ja, ich hab auch ein Geschenk. Ich hol's. Warte auf mich, McQueen. Was ist das denn? Und wo sind alle? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Sky. Die Blumen sind für dich. Oh, danke, Catboy. Ich dachte, das habt ihr vergessen. Die riechen gut. Sky, ich hab dir auch ein Geschenk mitgebracht. Alles Gute zum Geburtstag. Wow, ich sehe aus wie eine Prinzessin. Sky, ich habe auch was für dich. Oh, wow, ich bin so glücklich, danke. Sky, und ich habe auch was für dich. Ich wusste, dass du einen neuen Rucksack brauchst. Schau. Oh, der ist wunderschön und meine Lieblingsfarbe. Genau das habe ich gebraucht. Danke, Valeria. Da kannst du jetzt dein Buch reintun. Schau. Und du kannst gemütlich damit fliegen. Oh, super. Sky, ich hab was für dich. Oh, super, danke. Ein Wunsch, ich muss was wünschen. Ich weiß. So, Kinder, ihr könnt jetzt spazieren gehen und ich bereite in der Zwischenzeit was super Leckeres zu. Was können wir denn jetzt spielen? Ich habe eine Idee. Schaut mal, das Auto. Hey, Freunde, kommt her, wir machen einen Ausflug. Hey, Catboy, das ist aber nicht unser Auto. Keine Sorge, Polly, wir leihen uns das aus und bringen es bald wieder zurück. Ich sitze vorne. Ich brauche auch Platz. Hey, wir können Wettrennen machen. Juhu!
los geht's! Juhu, ihr kriegt mich nicht! Hey McQueen, warte auf uns! Juhu! Oh oh, ich glaube, wir müssen den Wagen schnell wieder zurückbringen. Oh oh, ich hab euch gewarnt. Führerschein und Autopapiere, bitte. Hallo, Herr Polizist. Wir sind nur etwas rumgefahren. Wenn das nicht euer Wagen ist, dann müsst ihr mit mir mitkommen. Na los, zur Wache. Oh, bitte, wir haben nichts gemacht und es kommt nicht wieder vor, versprochen. Na gut, ihr bekommt jetzt eine Warnung, da es das erste Mal war. Aber lasst es nicht wieder vorkommen. Es kann ganz gefährlich werden. Oh, da habt ihr nochmal Glück gehabt. Uff, ja, er hat recht. Es kann ganz gefährlich sein. Wir machen das nicht nochmal. Och, so ein Schreck. Ich habe jetzt Hunger bekommen. Lass uns was essen gehen, bitte. Oh, ich habe auch Hunger bekommen. Na los, ein Wettrennen. Heute kochen wir leckere Nudeln mit Garnelen. Dafür brauchen wir einen großen Topf. Wir machen frische Nudeln. Unsere Nudeln müssen wir jetzt kochen. Unser Wasser hinzufügen. Solange unsere Nudeln kochen, bereiten wir die Garnelen zu. Etwas Öl in die Pfanne geben. Salz nicht vergessen, bei den Nudeln auch. Und jetzt warten wir 10 Minuten. 1, 2, 3, 4, 5 Teller. Oh, unsere Nudeln sind schon fertig. Jetzt dürfen wir die Garnelen nicht vergessen. Die sind auch fertig. Mmm, das riecht hier lecker. Oh, Nudeln. Oh, super lecker. Lieblingsessen. Oh, ich liebe Nudeln. Danke, Valeria. Sky, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Oh, meine Mama ist schon da. Danke, Valeria. Es war super lecker. Tschüss. Tschüss, Sky. Valeria, weißt du, heute kam ein Polizist. Psst, McQueen, hör auf. Wir müssen jetzt los. Tschüss. Okay, tschüss, Valeria. Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Hallo, danke, dass ihr dieses Video geschaut habt. Nicht vergessen, drückt Gefällt mir und abonniert diesen Kanal. Es ist 3 Uhr, Zeit aufzustehen. Na los, steht auf. Oh, bin ich müde. Ich bin ja schon wach. Ich bin hellwach, ich bin hellwach. Spider-Man, Catboy, na los, aufstehen. Ja, ja, ich bin wach, ich bin wach. Ich bin wach. Ha. Lasst uns zählen und schauen, ob auch alle wach sind. 1, 2, 3, 4.
Da fehlt doch noch einer. Nella, Nella, na los, steh auf. Keine Sorge, ich weck sie auf. Nella, hey, hey. Ja, okay, ich komm ja schon. Catboy, das nächste Mal weck ich dich auf. Okay, du hast aber lange geschlafen. Jetzt sind alle da. Es ist Zeit, uns zu waschen. Oh, ich liebe Schwimmbecken. Ich will als erstes. Oh, oh, oh. Oh, ist das super. Das ist erfrischend. Juhu. Jetzt bin ich aber dran. Oh. Wow. Juhu. Oh, das ist super. Ich möchte nicht schwimmen. Ich möchte mich nur ein bisschen erfrischen. Oh, das tut gut. Sally, und wieso gehst du jetzt nicht schwimmen? Ich kann nicht schwimmen gehen, weil ich die Treppen nicht hochkomme mit meinen Rädern. Oh, 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 ich kann das nicht. Aber das ist doch kein Problem. Ich helfe dir einfach. Hier, schau. Oh, prima. Juhu. Oh, danke schön. Oh, wie verfrischend. Oh, ich möchte mir nur meine Pfoten waschen, denn die sind schmutzig. So, ihr könnt jetzt aus dem Schwimmbad raus. Ihr habt euch genug erfrischt. Oh, das hat Spaß gemacht. Das Becken können wir jetzt wegräumen. Ich möchte jetzt aber spielen. Aber in diesem Strand ist alles so schmutzig. Catboy, das wird heute unser Spiel. Heute lernen wir alles über Recycling. Diese Tonne ist für Plastik. Hier haben wir Glastrennung. Papier und Pappe. Dann haben wir den Biomüll. Und den Restmüll. Und wo kommt das hier hin? Catboy, das ist eine Glasflasche. Das kommt in diese Mülltonne rein. Oh, super. Oh, ich weiß, wo dieses Buch hinkommt. Das kommt in die Papiermülltonne. Das hast du gut gemacht, Spider-Man. Das ist die richtige Mülltonne. Oh, ich weiß, wo das hier hinkommt. Und Nella, in welche Mülltonne kommt es? Die Plastikflasche kommt in die Plastikmülltonne. Plastik und Verpackungen. Wo kommen denn die Fischreste und Brotreste hin? Die kommen in den Biomüll. Oh, prima, ich bringe sie dahin. Wo soll ich das reintun? Ich weiß nicht. Nein, nein, Rossi. Das kommt in den Restmüll. Ah, das stimmt. Das kommt zu den Verpackungen. Das kommt in den Restmüll. Ich muss sagen, ihr habt das prima gemacht. Schaut mal, der Strand ist sauber. Jetzt könnt ihr spielen gehen. Und ich bereite was zu essen zu. Sally, was hältst du davon, wenn wir uns jetzt ein wenig sonnen? Das ist eine prima Idee. Oh. Warte, ich komme auch. Aber haben wir denn unsere Sonnenbrille und Sonnencreme dabei? Ich habe hier Sonnencreme, die könnt ihr benutzen. Sally, du brauchst auch Sonnencreme. Oh, ich gehe jetzt eine Runde tauchen. Oh. Uhu, das macht Spaß. Catboy, lass uns im Sand spielen. Kannst du mich einbuddeln? Ja, klar.
Man sieht dich gleich gar nicht mehr. Haha, jetzt könnt ihr nur meinen Kopf sehen. Oh, wow. Haha. Hey, Catboy, warte auf mich. Ich möchte auch mit dir auf den Jetski. Oh, oh, oh. Ja, ich komm mit. Warte, warte. Hey, Jungs, fahrt vorsichtig. Juhu, das ist ja schnell. Juhu. Juhu. Yay. Hey, Freunde, schaut mal, was ich gefunden habe. Was hast du gefunden, Spider-Man? Diese glänzende Kette. Eine Halskette? Ja, willst du sie haben? Probier sie dir an. Wunderschön. Das hat Spaß gemacht. So viel Spaß hatte ich schon seit langem nicht mehr. Juhu. Ja, das war richtig cool. Jetzt habe ich aber Hunger. Oh ja, mein Magen knurrt schon. Ich glaube, wir müssen zum Kindergarten zurück. Ja, Valeria hat bestimmt was Leckeres zubereitet. Na los, lass uns gehen. Ja, na los. Warte auf mich. Da wir heute im Strand spielen, habe ich mir überlegt, ich bringe Ihnen ein Picknick. Hier haben wir einen Korb. Mal schauen, was wir im Kühlschrank haben. Wir haben Eis. Eine Ananas ist super erfrischend für den Sommer. Und ganz wichtig ist Wasser. Ich muss denn unbedingt Wasser mitbringen. Denn wenn man in der Sonne sitzt, muss man sehr viel Wasser trinken. Und zuletzt packe ich noch ein Sandwich in unsere Tasche. Unsere Picknicktasche ist fertig. Ich bringe sie jetzt rüber. Schaut mal, Kinder, ich habe euch ein Picknick mitgebracht. Zuerst nehmen wir die Schirme weg. Oh ja, Eiscreme. Lecker. Oh, Ananas ist meine Lieblingsfrucht. Ihr drei, kommt, na los, esst was. Ich möchte auch ein Eis essen. Ich bin aber gar nicht hungrig. Okay, aber dann musst du zumindest Wasser trinken. Na gut. Rocky, und für dich habe ich dein Lieblingssandwich vorbereitet. Oh ja, danke, Valeria. Oh, lecker. Wir haben heute viel gelernt und wir hatten super viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Hallo, danke, dass ihr dieses Video geschaut habt. Nicht vergessen, drückt Gefällt mir und abonniert diesen Kanal. Hallo, es ist 3 Uhr. Zeit aufzustehen. Poppy, Catboy, Marshall, aufstehen. Ich bin ja schon wach. Ich komm. Komm, lang. Mulan, Kansas, aufwachen. Na los, steht auf. Oh, bin ich müde. Es ist Zeit, uns zu waschen. Wer ist als erstes dran? Ich. Oh, oh, oh. Juhu. Jetzt komm ich. Poppy, aus dem Weg. Ah, schnell weg. Juhu. Wir wollen zusammenspringen. Ja. Oh. Ich möchte da nicht runterrutschen. Kein Problem, Kansas. Ich helfe dir. Hup. Tauch unter. Oh, ist das erfrischend. Juhu. Jetzt ist es Zeit, rauszukommen. Wer ist als erstes dran? Du, Kansas.
Schön abtrocknen. Als nächstes bist du dran, Catboy. Trocken. So, Masche, du bist an der Reihe. Und trocken. Na lang, Poppy, jetzt seid ihr an der Reihe. Oh, ich fühle mich sauber. Jetzt müssen wir uns nur noch die Haare bürsten. Poppy, du bist als erstes dran. Oh, sind da viele Knoten dran. Oh. So, Kansas, jetzt du. So, fertig. Valeria, was spielen wir denn heute? Heute spielen wir Arzt und Ärztin. Oh ja, wir wollen spielen. Ich auch, wartet auf mich. Hallo, Frau Dr. McStuffins. Können Sie heute alle unsere Patienten untersuchen? Ja, ich habe Zeit, kein Problem. Lasst uns hinsetzen. Okay, ich gehe hier auf die Couch. Oh, hier ist es gemütlich. Mal schauen, wer ist als erstes dran? Catboy, na los, ich untersuche dich zuerst. Ich habe etwas Husten. Valeria, kannst du mir die Vitamine rüberreichen? Na klar, kein Problem. Lass uns mal schauen. Wir müssen dir einen Löffel von den Vitaminen geben. Warte, ich helfe dir. So, Catboy, mach den Mund auf. Die schmecken ja gar nicht so schlecht. So, und was ist dein Problem? Wo tut's dir weh? Meine Ohren tun mir ganz doll weh. Das müssen wir uns dann mal genauer anschauen. Dann schauen wir uns das mal genauer an. Dreh dich zu mir. Hier ist alles okay. Und hier? Auch nicht schlimm. Für dein linkes Ohr gebe ich dir ein wenig Salbe. Dafür brauchen wir ein Wattestäbchen und die Salbe. Keine Sorge, Poppy, das tut gar nicht weh. Das kitzelt. So, zum nächsten Patienten. Und Marshall, was fehlt dir? Oh, mir tut meine Pfote weh. Ich habe ein Pflaster für deine Schramme. Keine Sorge, es tut nicht weh. Okay. Keine Sorge, ich helfe dir. Na, Kansas, was fehlt dir? Oh, mir geht's gut. Lass uns trotzdem mal deine Temperatur messen. Dafür brauche ich meinen Thermometer. So, lass uns deine Temperatur messen. Um unsere Körpertemperatur zu messen, müssen wir eine Minute warten. So, lass uns mal sehen. Und Frau Doktor, wie sieht's aus? Kansas, deine Temperatur ist super. Alles okay. Frau Doktor, können Sie bei mir einmal das Herz abhören? Ja, na klar. Valeria, kannst du mir das Stethoskop reichen? Natürlich, kein Problem. So, jetzt einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Alles hört sich super an. So, Freunde, ihr seid alle gesund. Wir sind fertig mit der Untersuchung. So, Freunde, ihr könnt jetzt spazieren gehen. Währenddessen bereite ich das Essen zu. Juhu!
Warte auf mich! Oh, wow! Schaut euch das an! Sucht euch ein Auto aus! Ich möchte das Blaue, denn ich bin auch blau. Oh, ich finde das Auto toll. Ich möchte den Jeep. Ich liebe Gelb. Oh, ich möchte den Traktor. Der ist super robust. Ich nehme den hier. Das ist sowieso der schnellste von allen. Super schnell. Mein Traktor hilft dir. Oh ja, bitte. Ich habe doch gesagt, mein Traktor ist super robust und stark. Oh, das hat Spaß gemacht. Ich habe aber Hunger. Lass uns was essen gehen. Ja, ja, essen. Heute kochen wir eine leckere Gemüsesuppe. Hier haben wir unser Gemüse, aber zuerst müssen wir es gründlich waschen. Für unsere Gemüsesuppe brauchen wir Wasser. Das müssen wir erstmal aufkochen. Jetzt fehlt nur noch unser Gemüse. Jetzt rühren wir unsere Suppe um. Mh, das riecht schon lecker. So, jetzt brauchen wir unsere Schüsseln. 1, 2, 3, 4 und 5. Und jeder braucht natürlich einen Löffel. 1, 2, 3, 4 und 5. Unsere Suppe ist fertig. Hm, das riecht gut. Oh, das riecht ja gut. Oh, ist das lecker. Guten Appetit. Oh, ist das lecker. Poppy, es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Okay, Mama. Danke, Valera, für das Essen. Tschüss. Danke für das leckere Essen. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.